Also Sie sagen heute hier den Bauern, die uns vielleicht zuhören, und den Bäuerinnen, der Agrardiesel bleibt jetzt so, wie er ist. Er wird abgeschafft in Stufen in 3 Jahren. Also das ist unsere Beschlusslage. Ob das Parlament was anderes beschließt, das vermag ich nicht zu entscheiden. Aber für die Regierung gilt es. Auch ich bin da in der Pflicht. Ich kann ja nicht mein ganzes Gewicht einsetzen, um dass die Beschlüsse korrigiert werden. Und wenn sie korrigiert worden sind, dann sagen, jetzt machen wir aber noch mal weiter. Es braucht ja hier auch Verlässlichkeit. Sie kennen das Argument wahrscheinlich. Die Bauern sagen, warum streicht ihr uns was und subventioniert überall in der Welt andere Sachen? Da geht es eben um humanitäre und Entwicklungshilfe. Dann gibt es die schönen Beispiele. Also Sie stärken die Frauen im tibetischen Hochland. Sie stärken den klimafreundlichen ÖPNV in Lateinamerika und den Schutz der bäuerlichen Kultur in China. Das sind jetzt nur 3 von vielen Beispielen. Ja, haben also die einen Punkt, die sagen, jetzt kümmert euch doch bitte um uns? Da geht es, glaube ich, um ein paar tausend Euro. Das ist nicht das, wo wir wirklich Geld spenden. Ein paar hundert Millionen Euro. Insgesamt, also zum Beispiel der klimafreundliche ÖPNV Lateinamerika, 106 Millionen, so wenig ist das nicht? Ich glaube nicht, dass wir das Klima schützen werden, wenn wir uns auf die Bundesrepublik Deutschland beschränken, wenn wir es nicht schaffen, dass weltweit das Klima geschützt wird.